Passiert ist das im September? Kannst du ja gar nicht hingucken, du weißt ja gar nicht im Dunkeln, wie weit du greifst. Toll, wir gehen putzen. Hm? Lach, wenn es zum Heulen nicht reicht. Der Motor hängt, der Motor läuft. Ach, der ist Außenborder. Geschwindigkeit 4 Knoten. Wenn wir das Boot nächstes Jahr noch haben. Also, wir haben das Boot noch übrigens. Ja, wir haben den Stöpsel nicht gezogen, obwohl es kurz davor war. Gerade erst vor 3 Tagen war es kurz davor. Ja. Sieht wohl so aus, als ob wir einen neuen gebrauchten Motor hätten. Aber vorher muss der alte Motor raus. Ich habe mich dann dazu entschlossen, den selber einzubauen. Und das bedeutete eben, dass die Motorfundamente nicht mehr passten und die schon ziemlich aufwendig neu gebaut werden mussten. Und die konnten nicht aus Stahl gefertigt werden, sondern die musste ich aus... Ich hatte noch eine alte Tür, eine Teakholztüre stehen, die habe ich zersägt. Und dann die Bohlen so lange gehobelt, bis es eben schöne glatte Bohlen war und das dann dreidimensional ziemlich kompliziert zugeschnitten, zugehobelt und gefräst und dann eingeklebt und einlaminiert. So sieht das jetzt aus. Die Motorfundamente hier mit Glasmatten eingeklebt. Ja, und dann erstmal einmal drüber gerollt, dann die Matten draufgelegt und mit Pinsel und Rolle nochmal festgewalzt. Ich werde da morgen nochmal drüber gehen, bin aber ganz froh, dass das jetzt mal soweit fertig ist. Und während ich hier drinnen fleißig am Arbeiten war, habe ich mich schon immer gewundert, was das da draußen für ein Schmatzen und Klopfen ist. Das zeige ich euch jetzt mal. Das Schmatzen und Klopfen ist, wie das Wasser hier gegen unsere Hallenwand schlägt, unser Hallentor schlägt. Und so sieht das dann von unten aus. Da steht meine Leiter im Wasser, war so ziemlich auch der Scheitel. Also da passiert nicht mehr viel. Ich sehe aus wie Hund, ich muss zum Friseur. Der Motor muss endlich rein. Wir stehen im Weg, die Segelkollegen können nicht raus. Eigentlich sind wir ganz früh aufgestanden und wie war deine Motivation von 1 bis 10 hierher zu kommen? Minus 10. Minus 10, ja. Also wir haben 3 Grad. Ungefähr das so ist, niedrig wie die Temperatur heute. Genau, das ist natürlich auch tolle Motivation, um am Boot zu arbeiten. Natürlich noch keinen Strich Arbeit gemacht. Doch, ich habe Kaffee aufgesetzt. Sehr gut. Das ist wichtig. Sehr gut. Ja. Was macht unser Motor eigentlich? Der steht im Boot und wartet, dass er angeschlossen wird. Genau. Also ich habe aufgegeben. Ich habe es nicht mehr fertig gekriegt. Ich hatte irgendwann keine Kraft und keine Nerven mehr. Wir haben jetzt einen Motor-Spezi beauftragt. Der kommt morgen, macht das fertig. Und mit Glück gehen wir am Samstag ins Wasser. Freitag. Am Freitag. Hi, guten Morgen. Wir sind auf dem Elbe-Trave-Kanal. Die Überfahrt hat begonnen. Elbe-Trave-Kanal? Wer ist das denn? Genau, der Motor tuckert ganz ruhig unter uns, der nagelneue Motor. Wollt ihr mal hören? Ja, sehr schön. Irgendwas ist falsch, ne? Na, was ist falsch? Ich finde, da ist jetzt gerade nichts falsch. Da ist nichts falsch. Genau, also es fühlt sich schon mal sehr gut an, aber es ist natürlich nicht unsere Überfahrt. Falsch ist es jetzt so nicht. Wir sind auf der Alster in Hamburg und haben ein kleines Segelboot im Moment, weil die Überfahrt wieder nicht statt. Was sagst du? Nennt sich Jolle. Nennt sich Jolle. Du darfst gerne reingucken, wenn du was sagen willst. Ne?
Nennt sich Jolle. Nennt sich Jolle. Ja, da vorne kommt Land. Da vorne kommt Land und da kommt eine Fähre. Wir müssen mal kurz unterbrechen, müssen mal wenden. Wir waren gerade stehen geblieben, weil unser Boot ist noch nicht fertig. Genau, der Motor ist noch nicht fertig eingebaut. Das hat nicht funktioniert. Also er ist zwar drin, aber er ist noch nicht fertig angeschlossen. Da hat dann doch hier und da, wie es halt so ist, dann fehlt halt hier nochmal ein Teilchen und dort nochmal ein Teilchen. Und, ja. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir wenigstens irgendwie aufs Wasser und jetzt sind wir back to the roots und sind auf der Alster. Was haben wir gestern gemacht? Gestern haben wir das Boot zur Seite geschoben, weil wir ja noch nicht ins Wasser können. Wir wollten eigentlich vorgestern ins Wasser, aber das hat ja nicht funktioniert. Und wir standen auf der Slipbahn und nächstes Wochenende möchten zwei slippen. Die waren schon etwas unruhig, haben immer mit den Füßen gescharrt. Und irgendwie jeden zweiten Tag haben wir einen Anruf bekommen, wann geht ihr denn endlich ins Wasser? Genau, und da wir aber auch nur bei Hochwasser ins Wasser können, ist das Zeitfenster ja nicht. Das haben wir ein vorgegebenes Zeitfenster. Wir können nicht dann, wann wir wollen. Und haben wir jetzt das Richtige gemacht? Das wird sich zeigen, ob das das Richtige ist. Es fühlt sich auf jeden Fall schon mal richtig an. Das ist fast besser als Musik, das Geräusch hier. Dieses Klackern vom Motor. Sonne scheint. Und wir sind jetzt endlich auf dem Wasser. Und zwar mit unserem Boot. Genau, wo sind wir da eigentlich? Wir sind auf der Trave, auf dem Weg nach Travemünde, zu unserem Liegeplatz. Wir sind heute Morgen in Lübeck gestartet. Gestern Morgen in Lauenburg gestartet, vorgestern Mittag im Citysporthafen losgefahren. Wir hatten eigentlich erwartet, als wir gewassert sind und auf dem Weg waren zum Citysportflughafen, dass wir mit einem dicken Grinsen trotz Kälte und Nieselregen ganz glücklich mit dem neuen Motor dorthin tuckern. Aber wir haben ständig Wasserwarnmeldungen vom Motor bekommen, also dieses laute Piepen. Wir haben ein Wasserproblem! Hey! Und das bei ca. 4 Knoten. Jetzt hat sich herausgestellt, dass der Propeller zu groß ist für den Motor und die Übersetzung. Hat jetzt bedeutet, dass wir eben mit knapp unter 4 Knoten den Elbe-Lübeck-Kanal getuckert sind und das hat natürlich ewig gedauert. 12 Stunden. 12 Stunden. Aber die Schleusenwärter waren sehr gnädig mit uns und haben uns an allen Schleusen direkt durchgeschleust. Wollt ihr noch nach Lübeck? Mhm. Und wie geht's jetzt weiter? Ich habe jetzt eine Anfrage gemacht bei einem, bei jemand, der Propeller berechnen kann. Und warten gerade auf das Angebot. Es scheint aber so zu sein, dass es kein Propeller ist, der in den nächsten 3 Tagen da ist. Deswegen sind wir jetzt auch losgefahren. Ich werde dann entweder versuchen, den Propeller unter Wasser zu tauschen oder wir müssen eben nochmal fahren. Wenn ihr wissen wollt, ob der Motor auch irgendwann mal richtig läuft, dann bleibt auf diesem Kanal. Bleibt auf diesem Kanal. Schlusswort fehlt noch, sagt Mario. Also, Schluss. Ich hoffe, die schweren Zeiten liegen jetzt hinter uns. Wir haben echt viel gehadert im Winter, ob das so weitergeht und mit dem Motor. Das war echt super nervig. Jetzt ist Sonne, jetzt sind wir in Travemünde, jetzt steht der Mast auf dem Boot. Und jetzt können viele schöne Momente auf dem Wasser kommen. Genau.
Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns ein Like, kommentiert uns. Auf Instagram und Facebook seid ihr immer schneller informiert. Dann freuen wir uns auf eine schöne Saison. Handbreit und bis demnächst. Bis demnächst. Marion macht immer gerne die lange Nase, wenn die kommen. Ja. Wo ist jetzt die lange Nase? Ja, hat schon die ganze Zeit in Fingern gejuckt, ne?